und hinein in die Rübe. Mir fällt gerade ein, dass das Vermischen von Medizin und Alkohol eine wirklich dumme und vermutlich tödliche Angelegenheit ist. Wäre ich eine reale Person anstelle einer lieblichen Zeichentrickfigur mit dem Potenzial für einige weitere Fortsetzungen, würde ich nicht mal dran denken. Skull! Das ist komisch. Es müsste eigentlich schläfrig machen. Ich fühle mich kein bisschen schläfrig. Sagte also der Leichenbestatter? Ich wollte ein Sargträger werden, aber ich bekam Asthma von der feuchten Erde. Du bringst mich zum Platzen, Bart. Also was ist mit dem neuen Kerl? Oh, er ist jetzt schon eine Stunde so. Der ist hin. Der wird wieder zu sich kommen. Ich weiß nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass er tot ist. Ich schätze, das ist dann das Ende des Spiels. Was ist jetzt? Wo er die Hauptperson des Spiels ist und so. Komisch. Ich dachte, man kann in Adventures von LucasArts gar nicht sterben. Vielleicht probieren die jetzt was Neues. Soll ich mich um ihn kümmern? Würdest du das? Es ist schlecht fürs Geschäft, wenn er so da liegt. Ruhe in Frieden und all das. Ja. Jetzt, hey. Das ist das Ende von Monkey Island. Ich bin nicht wirklich tot. He will return und so. Oh, hör auf damit. Ah, herrlich. Nein. Hä? Nein. Was haben wir hier denn überhaupt an Hotspots? Nichts. Ach, wir liegen nicht hier, wir liegen hier. Vielleicht probieren die was Neues. Wo kommt dieses verräterische Hämmern her? Es kommt aus einem der Särge. Von den Toten. Von den Toten, die mich umgeben. Sie müssen mein schreckliches Geheimnis kennen. Sie werden mich nie ruhen lassen, bis ich für das Unrecht, das ich begangen habe, bezahlt habe. Einen Moment mal. Ich habe gar kein schreckliches Geheimnis. Ja, ich mache ja schon auf. Auch wenn ich es bereuen werde. Wow. Ich bin froh, dass ich aus der Sache raus bin. Obwohl es ein geräumiges, komfortables Modell mit viel Bewegungsfreiraum war. Hallöchen, du kommst mir irgendwie bekannt vor. Nun... Natürlich, Guybrush Threepwood. Du bist der, der mich hier eingesperrt hat. Ja, weißt du, ich wollte... Nein, ich will nicht hören. Das war die beste Zeit meines Lebens. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken, weißt du? Nachzudenken über die Dinge, die wirklich zählen. Ich weiß nicht, ob du es in Betracht gezogen hast, Sohn. Aber lebendige Begräbnisse sind hier in der Karibik kein ungewöhnliches Ereignis. Das wusste ich nicht. Nicht zu erwähnen die Piratenüberfälle und tödlichen Seekämpfe. Riesige, menschenfressende Reptilien.
gefährliche Treibsandgruben, schießwütige Duellanten und natürlich diese lästigen Untoten. Hast du einmal daran gedacht, was mit deinen Lieben passiert, wenn dich dieses grausame Schicksal ereilt? Tja, nein, aber... Nun, du hast natürlich eine Menge Zeit, darüber nachzudenken. Oder nicht? Ich bin einer der Glücklichen. Ich war tot. Es hat mir eine ganz neue Lebensperspektive gegeben. Ein Leben, das ich der Bemühung widme, dass die Lebensversicherungswünsche der Leute erfüllt werden. Hier, nimm eine meiner Visitenkarten, die ich habe machen lassen. Wenn du in diesen Sarg eingesperrt warst, wie konntest du dann Visitenkarten machen lassen? Jetzt ist nicht die Zeit, sich um technische Einzelheiten zu kümmern, Sohn. Jetzt ist die Zeit, sich zu fragen, bist du versichert? Geh jetzt und lass mich mein Büro einrichten. Wir sitzen hier fest. Die Tür ist verschlossen. Quatsch. Das ist eine von Stans kuscheligen Gruften, ausgestattet mit einem Sicherheitsöffnungsmechanismus. Einfach hier an dem Griff wackeln. Und dann geht sie falsch rum auf. Tja. Hallo Leute, ich vermute, ihr fragt euch alle, wie es sein kann, dass ich von den Toten zurückgekehrt bin. Keine Fragen an den toten Typen, der wieder unter den Lebenden wandelt? Keine Fragen wie, ist da ein Leben nach dem Tod oder gibt es einen Himmel? Wird es ausreichend Parkplätze geben? Schön, dann eben nicht. Ich werde euch nicht mal was über das Jenseits erzählen, wenn ihr mich anflehen würdet. Etwas stocksteifes Publikum. So, jetzt müssen wir das machen, was ich vorhin eigentlich schon vorhatte. Dann war das jetzt... Wo ist denn... Da. Es gibt nichts Schöneres als Familie. Egal, was in der heillosen Unordnung des karibischen Cluburlaubs geschieht. Ich kann mich immer entspannen, wissend, dass ich aus gutem, wohlhabenden Hause stamme. Erziehung. Das ist es, was zählt. Erziehung und Kultur. Genau wie bei Großvater Lambert. Erziehung, Kultur und viel, viel altes Geld. Das macht einen Mann stolz. Das ist komisch. Ich kann mich gar nicht mehr entsinnen, dass Großvater Lambert so gewöhnlich aussieht. Verrückt. Es ist, als ob mich die Augen verfolgen. Ich kriege eine Gänsehaut bei solchen Bildern. So, die Allzweckwaffe gegen verschlossene Türen. Eine Visitenkarte. Ich schätze, ich bin ein besserer Pirat, als ich dachte. Es klappt. So, was haben wir denn hier? Schlüssel. Malerisch. Ja, mach auf. Ich bin sicher, dass da nichts außer einer dieser Hotelbibeln drin ist. Es ist eine altmodische Wasserkaraffe. Ein wirklich modrig riechender Kleiderschrank. Er ist so modrig, dass ich ihn lieber nicht öffnen möchte. Es ist ein Klappbett.
Hui, ich wette, seine Zimmermiete ist bis heute auf eine gewaltige Summe angewachsen. Die Meistersuppes. Ein Leben in Bildern von M.M. Meistersuppe. Ich komme nicht dran. Ah, okay, ja. Ein Nagel wird niemals reichen, um das Bett unten zu halten. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht, um es zu halten. Könnte sein, dass ich einen weiteren Nagel brauche. Da, das Bett ist festgenagelt. Das sollte genügen. Das Klappbett wurde so oft zugeschlagen, dass es ein Loch in die Wand geschlagen hat. Oder es war der Typ, der da drin lag. Es ist voll von Daten und lustigen Fakten, die man schon immer über die Meistersuppe-Familie wissen wollte. Mhm. Und da steht, ich erhalte jeden Monat ein neues Buch oder kündige ohne Kaufzwang und behalte meine Ausgabe von Freibeuter und Fruchtbowle als kostenloses Geschenk. Na dann. Ich würde mir Sorgen machen, wenn ich nicht so stinkreich wäre. Ich dachte, wenn ich sterbe, werde ich bei ihrer Tante beerdigt. Nun, ist das nicht einleuchtend? Man kann nicht in der Familiengruft der Meistersuppes beerdigt werden, wenn man kein Mitglied der Familie Meistersuppe ist. Ein Mitglied der Familie, was? Onkel Griswold, ich bin es. Erkennst du mich nicht? Sie erkennen? Ich habe sie noch nie im Leben gesehen. Wie ist ihr Name? Eintopf mit Schinken. Wantan. Wantan? Ich habe mehrere Jahre im Orient verbracht. Ich kann mich nicht an Verwandte mit diesem Namen erinnern. Schau mich an, sehe ich nicht aus wie ein Meistersuppe? Jetzt, wo Sie es sagen, Sie erinnern entfernt an meinen Urgroßvater Karl Lambert Meistersuppe. Klammy? Die Leute zu Hause sagten mir immer, du bist dem alten Fresssack Meistersuppe wie aus dem Gesicht geschnitten. Wissen Sie, ich glaube, Sie haben recht. Ach, ich frage mich, warum ich es nicht schon eher gesehen habe. Weil wir das Bild erst vorhin aufgehangen haben. Ich könnte mich den ganzen Tag über die Geschichte der Meistersuppes unterhalten. Wie war das noch? Mit der ersten schicksalhaften Reise in die Karibik? Oh, Sie meinen die... Baron Salmon Biskde Meistersuppe 1621 begann. Exakt. Er landete auf Skape Island nur mit einem Löffel und einem Traum. In nur 4 Jahren baute er die größte Suppenrestaurantkette in der westlichen Hemisphäre auf. Bereits 1635 hatte er die ganze Familie van Salat aus der Karibik vertrieben und besaß ein weltumspannendes Restaurant-Imperium. Streng genommen wurden die van Salats nicht vor 1637 vertrieben. Und die Kette von Restaurants und Hotels der Meistersuppes wurde im südlichen Pazifik nie beliebt. Ah ja, okay, wie dem auch sei.
Nun, mein Sohn, es scheint, als hättest du recht. Willkommen daheim beim glorreichen Namen derer von Meistersuppe. Ich bin geehrt. Und als Meistersuppe steht dir jegliche Vergünstigung zu, die der Name mit sich bringt. Sofortiges Prestige in den Gefilden um Blood Island. 10% Rabatt in allen Meistersuppe-Feriensiedlungen der Karibik. Und natürlich medizinische sowie zahnärztliche Hilfe. Und das Beste von allem. Für den Fall, dass du tot umfällst, wirst du in der extravaganten Meistersuppe-Familiengruft begraben. Es scheint, als wären all meine Träume wahr geworden. Ja, ne? Und natürlich bekommen die Reichen Vergünstigungen. Warum auch nicht?